heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine vegane Süßigkeit herstellen könnt aus nur 3 Zutaten und diese vegane Süßigkeit schmeckt so ähnlich wie der Snickers-Riegel, ist aber eine viel gesündere Alternative. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Rezeptvideo für euch. Ich hatte vor einiger Zeit ein Potluck-Video hochgeladen. Das war der letzte Potluck im Familienkreis vor der Ausgangsbeschränkung. Und da hatte auch unser lieber Mitbewohner, der Henry, so eine Art Rohkost oder vegane Snickers zubereitet. Und da kam nochmal die Nachfrage, ob wir dazu nochmal ein Rezept machen könnten. Ich hatte letztes Jahr auch ein Video zum Thema Datteln, unser liebstes Süßungsmittel, hochgeladen. Da hatte ich auch einige Rezepte gezeigt, wie wir zum Beispiel gern die Datteln füllen. Da war auch diese Snickers-Variante dabei. Und nun habe ich mit unserem Mitbewohner Henry nochmal ein extra kleines Video gemacht zu einer alternativen veganen Snickers-Variante. Dieses Rezept folgt jetzt und ihr seht dann auch noch so eine kleine, noch einfache Abwandlung aus nur 3 Zutaten. Das sind die 3 Zutaten, die wir für die vegane Snickers-Variante benötigen. Das sind zu einem Datteln, haben wir verschiedene Sorten, dann geröstete Erdnüsse, die haben wir noch selbst geknackt und dann hier Bitterschokolade vom DM, 70% Kakao, eine Bio-Bitterschokolade, die haben wir hier in einem Wasserbad schmelzen lassen. Wir haben verschiedene Dattelsorten, das sind die Datteln oder die Sorte Declinur vom DM, da gibt es auch ganz günstig Bio-Datteln. Dann haben wir hier 3 Dattelsorten von Palmyra und zwar Sukari Soft, dann Sukari Chewy, die sind ein bisschen fester und die Dattelsorte Segai. Ich hatte letztes Jahr auch ein Video veröffentlicht, wo ich verschiedene Rezepte mit Datteln vorstelle und für dieses Rezept habe ich auch verschiedene Dattelsorten von Palmyra verwendet. Also diese Datteln kann ich auf alle Fälle empfehlen, die haben ganz super Dattelsorten und es gibt auch einen Rabattgutschein für alle Erstbesteller. Ich lasse euch den Link zu Palmyra und den Gutscheincode unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Dann haben wir hier noch ein paar größere Datteln. Oh, Henry, kriegst du den Namen noch zusammen von den Datteln? Also die eine Sorte war Maktoumi Juicy. Mhm. Bei den anderen zwei, eine war, glaube ich, Vanan Juicy. Vanan Ruby Juicy hieß die andere Sorte. Und die dritte Sorte war Franca Juicy. Und Juicy, das sind ja auch immer sehr weiche Datteln. Mhm. Ne? So karamellige, weiche Datteln. Und die sind eben für diese vegane Snickers-Variante sehr gut geeignet. Und diese Datteln findet ihr zum Beispiel bei Jurassic Fruit. Bei Jurassic Fruit gibt es auch so eine Art Gutscheincode für alle Erstbesteller. Da gibt es auch 10% Rabatt auf den ersten Einkauf. Bei Jurassic Fruit findet ihr auch reife Früchte, auch viele Nüsse. Cassia Fistula bestellen wir da auch immer für die Darmreinigung, auch Lavaerde für Haut und Haare. Also schaut einfach mal bei Jurassic Fruit vorbei. So, jetzt geht es aber wirklich ans Rezept. Der Henry hat schon die Datteln von Jurassic Fruit und von Palmyra entkernt. Die von Alnatura sind schon entkernt. Dann hat er gestern auch ganz fleißig hier schon Erdnüsse geknackt. Und dieses Rezept geht ganz einfach, Henry. Wie geht das? Ja, man nimmt sich einfach eine Dattel. Nehmen wir jetzt mal eine Declinur-Dattel. Und dann macht man die auf. Steckt eine oder mehrere Erdnüsse rein. Macht das dann so zu. Tut das auf einen extra Teller. Nimmt dann die wunderbare Schokolade und dann macht man die Schokolade über die Dattel und das war's. Und dann noch an einen kühlen Ort stellen und nach circa 10-15 Minuten könnt ihr das dann schon essen. Mhm. Und wer mag, kann die Dattel auch komplett in die Schokolade tauchen und dann am besten auf so eine Art Backpapier absetzen und das Ganze trocknen lassen. Und Henry, es gibt noch eine Möglichkeit, noch ein bisschen mehr die Snickers-Ähnlichkeit herauszustellen, und zwar mit einem Gewürz. Eine ganz, ganz kleine Menge. Welches Gewürz ist das? Salz. Wir hatten auch mal dieses Rezept mit gerösteten und gesalzenen Erdnüssen. Das war wirklich sehr, sehr ähnlich. Ne? Wir haben jetzt hier Erdnüsse ohne Salz. Die sind ja einfach nur geröstet, aber wer mag, kann da noch so eine ganz kleine Menge Salz mit in die Dattel geben. Wirklich nur eine ganz, ganz kleine Menge, nur so eine Brise. Wir haben hier so ein, was ist das? Ein Steinsalz. Steinsalz. Mhm.
Genau. Vielleicht willst du das nochmal machen, eine Dattel mit ganz wenig Salz. Oder so, dass Henry gleich mal ein bisschen Salz mit in diese Erdnüsse gibt. Und dann können die Datteln einfach gefüllt werden, damit Schokolade beträufeln oder einfach in die Schokolade ganz geben, so eine Dattel. Dieses Rezept ist vegan, also rein pflanzlich. Ihr könnt dieses Rezept aber auch rohköstlich herstellen. Für die Rohkostvariante verwende ich zum Beispiel Kakaomasseplättchen und Wilderdnüsse in Rohkostqualität für Keimling. Ich verlinke euch beides unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die beiden Links im ersten angepinnten Kommentar. Es gibt noch eine ganz einfache Variante dieser alternativen Süßigkeit. Dazu benötigt ihr auch nur drei Zutaten. Ich habe hier wieder die Sukari-Soft-Datteln von Palmyra, dann hier Erdnüsse und das sind Kakaobohnen in Rohkostqualität. Also gerade für diejenigen, die jetzt keine Lust haben, extra selber gesündere Schokolade herzustellen oder die Schokolade, die gekaufte Schokolade zu schmelzen, eignen sich die Kakaobohnen sehr gut. Ihr seht, ich habe hier auch schon etwas vorbereitet, also ein paar Datteln, Erdnüsse und Kakaobohnen. Ihr könnt auch Kakaomasse nehmen. Also ihr müsst die nicht extra schmelzen. Ihr könnt auch so ein Kakaoblättchen oder die Hälfte eines Kakaoblättchens mit in die Dattel geben und habt dann eine gesunde, vegane Süßigkeit-Alternative. So sieht das Ganze dann aus. Hier sind zwei Datteln mit Kakaobohnen. Da habe ich einfach noch ein paar Erdnusshälften bzw. eine ganze Erdnuss mit in die Dattel gegeben. Und hier rechts seht ihr die Dattel mit einem halben Kakaomasseplättchen und einigen Erdnusshälften. Ihr seht, für diese gesunde, alternative, vegane Süßigkeit benötigt ihr nur drei Lebensmittel. Etwas Karamelliges wie karamellige Datteln, dann ein paar Erdnüsse. Wir verwenden natürlich Erdnüsse in Bioqualität und dann noch Kakaobohnen oder ebenso Kakaomasseplättchen. Wir verwenden auch dafür Bioqualität bzw. Rohkostqualität. Und jetzt zum Vergleich: Was steckt alles in einem industriell hergestellten Snickers? Auf der Zutatenliste von Snickers steht als erste Zutat Zucker und als zweite Zutat Glukosesirup. Da wisst ihr schon mal, dass der Snickers-Riegel zu einem ganz großen Anteil aus Zucker besteht. Dann steht weiterhin darin Erdnüsse, Magermilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Sonnenblumenöl, Milchzucker, Butterreinfett aus Milch, Süßmolkenpulver aus Milch, Palmfett, Salz, Emulgator, Sojalecithin, Hühnerei-Trockeneiweiß, Milcheiweiß und natürlicher Vanilleextrakt. So, und jetzt könnt ihr euch mal fragen, welche Variante ihr bevorzugen würdet. Hinterlasst mir eure Meinung gern unter diesem Video. Mein Sohn Simon probiert jetzt mal die Variante. Simon, du liebst ja diese Snicker-Variante mit geschmolzener Schokolade. Kannst du mal so eine Variante probieren? Ja. Das ist mit Kakaomasse, genau. Es knackt. Und schmeckt es auch? Ja. Also, das ist auch ein guter Ersatz für die Industriesüßigkeit. Zum Schluss noch eine alternative Süßigkeit, die mein jüngster Sohn gern isst. Da ist auch wieder Kakao dabei in Form von Kakaosplittern. Dann ist auch wieder eine Trockenfrucht dabei, diesmal Rosinen und auch etwas Nussiges. Das sind Sonnenblumenkerne, allerdings sind die angekeimt und wieder getrocknet. Die haben noch so einen richtigen knusprigen Effekt im Gegensatz zu den normalen Sonnenblumenkernen. Und mein Jüngster müsste ich daraus gern eine Knabbermischung. Jetzt die perfekte Mischung. Ja. Gekeimte Sonnenblumenkerne, Kakaonips und Rosinen. Wir verwenden Rosinen
ohne Sonnenblumenöl. Wir verwenden auch gern grüne Rosinen, ne, Silas? Mit grünen Rosinen isst du das auch gern. Ja, ich habe immer gekeimte, getrocknete Sonnenblumenkerne im Haus, also nicht nur für diese Mischung, sondern weil ich auch für meine Jungs ein glutenfreies Brot aus glutenfreien Haferflocken, Leinsamen und eben diesen gekeimten Sonnenblumenkern backe. Hier seht ihr zum Beispiel zwei Schüsseln. Ich habe gerade wieder Sonnenblumenkerne eingeweicht, um wieder eine große Menge an Sonnenblumen anzukeimen und die dann wieder trocken zu dürren. Das ist dieses glutenfreie Brot, was ich regelmäßig für meine Jungs backe. Das Rezept gibt es auch schon auf meiner Webseite. Ich verlinke euch das Rezept unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr den Link im ersten angepinnten Kommentar. Ihr seid in der Selbstverantwortung. Ihr könnt entscheiden, ob ihr lieber Industriekost, also industriell hergestellte Nahrungsmittel, esst oder ob ihr euch lieber alternative, vegane, wenn ihr wollt, Süßigkeiten herstellt aus echten Lebensmitteln. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr ein Video hochgeladen. Ich glaube, das hieß so 9 Gründe, warum es wichtig ist, auf Industriekost zu verzichten. Da beschreibe ich nochmal ganz genau, wieso Industriekost für uns überhaupt nicht förderlich ist. Die Menschheit hat Jahrtausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren sich nur von echten Lebensmitteln ernährt. Das ist noch gar nicht so lange her, als die Industriekost eingeführt wurde. Und schaut euch mal diese Gegenden oder Länder, diese Kontinente auf der Welt an, wo die Industriekost Einzug gehalten hat, und schaut euch auch mal die Zivilisationskrankheiten an. Also das gibt es auf alle Fälle auch im Zusammenhang, auch wenn die Ernährung nicht der einzige Faktor für eine ganzheitliche Gesundheit ist. Hinterlasst mir gerne eure Meinung, eure Gedanken zu diesem Rezept. Ich freue mich über einen Austausch und wünsche euch jetzt noch ein wundervolles Wochenende und ein harmonisches, entschleunigtes Leben.